Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es endlich um den lang erwarteten und erfragten von euch Dreier-Split-Trainingsplan. Der Klassiker unter den Split- und Bro-Trainingsplänen. Dennoch erfreut er sich äußerster Beliebtheit heutzutage noch und auch ich nehme immer wieder und greife immer wieder auf einen Dreier-Split zurück, sobald ich vor allem nur 3 Tage in der Woche trainieren kann. Mein Lieblingstrainingsplan, mein Lieblingssplit ist der Vierersplit. Das habe ich schon oft erwähnt und das sei hier auch nochmal erwähnt. Dennoch wollen wir jetzt erstmal einmal ganz kurz die Vorteile eines Dreiersplits durchgehen. Grundsätzlich bei einem Dreiersplit habt ihr eine Zwitterstellung. Ihr könnt ihn nutzen, um den Muskel 2-mal die Woche zu treffen. Das heißt also, ihr würdet 3-mal hintereinander abtrainieren, dann vielleicht einen Tag Pause lassen und wieder 3-mal trainieren. Dann kann man wieder einen Tag Pause lassen, dann seid ihr aber arrhythmisch, weil wir die 7 Tage ja schon überschritten haben. Oder ihr macht es so, dass ihr 6-mal hintereinander trainiert und dann Pause lasst. Dabei müsst ihr allerdings beachten, auch im Folgenden, wenn ihr den Trainingsplan seht oder vielleicht sogar übernehmt, dass ihr dementsprechend auch das Training weniger intensiv gestaltet. Und das ist das Schöne. Jetzt können wir das Ganze allerdings auch so nutzen und so intensiv gestalten, im Gegensatz zu einem normalen Ganzkörper- oder Zweier-Split, dass wir genug Reiz setzen, um für eine Woche ausgesorgt zu haben. Ja, das geht. Dann trainiert ihr ein wenig härter, habt vielleicht ein größeres Volumen, das ihr abtrainiert. Und ihr müsst keine Sorge haben, wenn man euch jetzt sagt, ja, aber dann werden ja die ganzen Kapazitäten nicht genutzt, Anabol und weiß nicht. Kommt ja immer wieder vor, keine Sorge. Denn die Umkehrschlussfolgerung ist, ja, vielleicht könnte man optimal einen Muskel nach 3-4 Tagen schon wieder reizen und verpasst ein paar Gains. Wovor ihr aber keine Angst haben müsst, ist, dass ihr Gains verliert. Denn bis ihr den Muskel auch wieder abbaut, da vergeht schon einiges. Also macht euch keine Sorgen um verlorenes Potenzial und ihr könntet ein paar Prozent mehr oder sonst irgendetwas. Das ist das Schöne. Trainiert hart die Brust, den Rücken. Wartet eine Woche, wartet meinetwegen sogar 1,5 Wochen und ihr verliert den Muskel nicht direkt wieder. Gut, also das ist einer der größten Vorteile des Dreiersplits. Ihr könnt ihn so nutzen, dass ihr den Muskel 2-mal die Woche trainiert oder 1-mal die Woche. Ein anderer großer Vorteil ist, dass wir hier wesentlich variabler sind als bei all den anderen Trainingsplänen, die ich bisher vorgestellt habe, nämlich den Ganzkörper oder den Zweiersplit. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr den ganzen Körper erst einmal trainiert habt und dann merkt ihr, oh, übermorgen kann ich nicht ins Gym, dann könnt ihr das nicht auf morgen verschieben. Ihr könnt nicht 2 Tage hintereinander mal eben den Ganzkörperplan durchziehen. Das bringt relativ wenig. Außerdem trainiert ihr den Ganzkörperplan, weil ihr relativ wenig Volumen da reinbringen könnt, weil ihr nicht so viel Trainingszeit habt, weil ihr nicht 5 Stunden im Studio verbringen wollt. So gering vom Volumen und von der Intensität, dass es auch schon wieder ja, noch mehr Verschwendung ist, wenn ihr 4, 5, 6 Tage erst wieder damit anfangt. Das heißt, ihr habt einen kleinen Korridor nur und dann müsst ihr euch daran bewegen. Alle 2, 3 Tage macht das Sinn, alles darüber hinaus und darunter relativ wenig. Das ist beim Dreiersplit anders. Da könnt ihr mehr Volumen reinbringen und dann könnt ihr mehr variieren. Auch könnt ihr direkt am nächsten Tag trainieren, denn ihr trainiert ja dann eine andere Muskelgruppe oder eben erst 2, 3 Tage später. All das funktioniert beim Dreiersplit und das ist das wirklich Schöne daran. Außerdem habt ihr auch noch mehr Variationsmöglichkeiten hier. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen mehr Betonung auf die kleinen Hilfsmuskulaturen, auf die kleinen Muskeln wie Bizeps, Trizeps, Schultern setzen möchtet, könnt ihr die ganzen auch antagonistisch anordnen. Heißt, beim Rückentag trainiert ihr den Trizeps mit und beim Brusttag den Bizeps. Auch das ist ein absoluter Klassiker und bringt einen da ganz gut nach vorne, besonders bei diesen Muskelgruppen. Jetzt könnte man sich vorstellen, warum denn die kleinen Muskelgruppen? Nur dann wachsen die ja im Verhältnis viel mehr. Keine Sorge, ist auch nicht der Fall. Zum einen werden wir den Rücken und die großen Muskulaturen generell nun mal ein wenig mehr beballern. Und diese sind auch wesentlich krasser für das zentrale Nervensystem. Mal eine komplette Bizeps-Trizeps-Einheit juckt niemanden. Mal eine komplette richtig krasse Beineinheit, ja, dann kriegt ihr aus dem Studio. Nun gut. Das sind so grob die Vorteile und Nachteile. Selbst diejenigen da draußen, die vielleicht sogar nur 2-mal die Woche trainieren können. Ich habe letztens erst wieder die Frage bekommen, was ist, wenn ich einmal trainieren kann und dann 4, 5 Tage nicht. Sollte ich dann doch wieder Ganzkörper trainieren? Nein,
Gerade das nicht, das denkt man sich jetzt, weil man dann wenigstens den ganzen Körper hat und nicht nur den Rücken. Aber auch da empfehle ich einen Dreiersplit. Klingt jetzt erstmal seltsam. Aber was ihr dann machen könnt, wenn ihr nur alle 5 Tage trainieren könnt, das heißt noch nicht einmal, dreimal die Woche dazu kommt, sondern nur 1,5 bis 2 Mal, dann solltet ihr einen Dreiersplit mal versuchen. Ihr trainiert einmal den Rücken und macht ihn richtig, richtig fertig. Rücken und Trizeps oder so etwas. Und wenn ihr dann 5 Tage später erst dazu kommt, dann habt ihr überhaupt keine Einbuße beim Rücken oder dergleichen. Der Reiz ist gesetzt, ihr werdet dort gut aufbauen mit und danach trainiert ihr die Brust. Das ist besser, als wenn ihr nur einmal den ganzen Körper und 5 Tage später wieder, aber mit so einem geringen Volumen. Nicht zwangsläufig für jeden da draußen. Wer jetzt ankommt, das ist ja totaler Quatsch, das ist ja Bullshit und ich kenne jemanden, probiert es einfach mal aus. Bei den meisten, würde ich sagen, funktioniert das besser als dieser Ganzkörper-Aerobic-Kram. Bei anderen mag das nicht so sein. So, aber jetzt gehen wir mal wieder ins Studio hier und schauen uns an, wie ich so einen Plan mache. Ich erzähle euch bei der Dreier-Split-Gestaltung, warum ich das so mache und gebe euch damit hier ein Beispiel vor, heißt aber nicht genau diesen Plan machen. Könnt ihr natürlich. Ihr kennt meine Gedanken dann dazu, wisst, warum ich das mache und das gibt euch sicherlich einigen Aufschluss. Und wer mehr darüber wissen möchte, auch warum ich das grundsätzlich so anordne, auch die anderen beiden Videos helfen sicherlich weiter zum Ganzkörpertraining und zum Zweiersplit. Schaut da gerne mal vorbei und es gibt auch noch ein paar andere Videos, aber da werden wir noch gleich drauf kommen, die sicherlich ganz wichtig für die Trainingsplangestaltung sind. Also, wir haben hier den Trainingsplan, Trainingstag 1, 2 und 3. Die trage ich auch direkt mal ein. Welcher Tag das bei euch ist, ist völlig unerheblich hier für den Trainingsplan. Deswegen schreibe ich 1, 2 und 3. Ob das Montag, Mittwoch und Freitag ist oder ob das Dienstag, Donnerstag und Samstag ist oder was auch immer. Grundsätzlich ist es nicht schlecht, wenn ihr Training, Pause, Training, Pause, Training, Pause, Pause und immer weiter so macht. Das wäre meine Empfehlung. Wer aber unbedingt öfters trainieren will, der kann mit diesem Plan auch super Training, Pause, Training, Pause und so weiter machen. Oder sogar Training, Training, Pause, Training, Pause, was auch immer. Ihr werdet sehen, ihr kommt einfach nicht so richtig aus dem Rhythmus raus und könnt jeden Rhythmus wählen. Ihr könnt es damit auch machen, dass ihr 4 oder 5 Tage in der Woche trainiert. Sodass ihr Training, 2 Tage Pause, wieder Training, 1 Tag Pause und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Ihr seid wahnsinnig flexibel damit. So, wir haben jetzt hier den klassischen Training, Pause, Training, Pause, Training, Pause, was auch immer. Aber ich schreibe hier nur die Tage hin. Daneben, das ist etwa nicht der freie Tag, da werde ich gleich die Satzzahl hinschreiben. Zu den Wiederholungen sage ich dann noch was, aber das ist viel variabler. Wir machen das wie immer, dass ich hier meine Lieblingsübungen schon mal vorher reingeschrieben habe, die ich gleich benutzen werde. Werde aber noch was dazu sagen. So, wir machen jetzt mal einen klassischen Split. Wir fangen am Anfang der Woche, wenn wir so richtig heiß sind und richtig Bock aufs Training haben und volle Energiereserven und weiß ich nicht was an, fangen wir mit Rücken an und ich entscheide mich für meine Lieblingsvariante, nämlich die antagonistische Variante. Der Bizeps ist ausgepowert danach und ich habe kein befriedigendes Gefühl, wenn ich immer nur mit halbem Gewicht danach den Bizeps belasten kann. Es ist richtig, richtig, richtig Hammer, wenn der Bizeps noch nicht berührt ist beim Brusttag und dann fange ich mit vollen Gewichten an. Damit kann ich viel mehr anfangen, ich kann es besser tracken, das ist mir ganz wichtig, weil ich weiß nie, wie K.O. der durch das Training davor ist und kann es eben kaum noch festhalten. Und natürlich Wachstum. Außerdem kann ich auch noch dafür sorgen, dass ich den Trizeps jetzt auf 2 Arten trainiere. Habe ich also ein schweres Brusttraining, kann ich danach den Trizeps mal mit mehr Wiederholungen belasten und so weiter. Das gefällt mir alles, ist eine Wohlfühlvariante, aber ihr könnt es natürlich auch andersrum probieren. Denn ihr könnt euch natürlich auch damit in die Quere kommen und die schöne Variabilität durcheinander bringen. Gerade wenn ihr den Plan nutzt, um ihn nicht nur 3-mal die Woche zu trainieren, sondern 6-mal die Woche, also 2-mal den Muskel. Dann wiederum schön aufpassen, dann bitte nicht antagonistisch. Dann immer so, dass das Ganze symbiotisch ist und dass ihr Brust mit Trizeps und Rücken mit Bizeps trainiert. Denn sonst trainiert ihr die Arme ja schon 4-mal die Woche. Das wollen wir nicht. Jetzt haben wir hier schon eine Sache, die wir beachten sollten. Und zwar, wenn ihr das in dieser Reihenfolge macht, wie gesagt, Argument ist für mich Anfang der Woche richtig kräftig mit Rücken anfangen. Aber ihr könnt diese beiden Einheiten gerne tauschen. Abgesehen davon, dass die meisten von euch sicherlich lieber die Brust trainieren. Denn wir haben gerade hier 2 Muskeln, die, wenn man sie hintereinander trainiert, Probleme machen. Brust und Schultern. Wir werden zwar am Schultertag hauptsächlich Wert auf den mittleren Delta legen und da so richtig den beanspruchen. Und bei der Brust ist es hauptsächlich der vordere Delta. Dennoch kann man die beiden entzweien. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr
einfach den Trick wählt, dass ihr hier zwischen zwei Tage freilasst, zwischen Tag 2 und 3. Macht ihr es allerdings anders, dann guckt, dass eben die Erholung, wenn die erst Ende der Woche ist, dass ihr die beiden tauscht. So oder so, versucht möglichst viele Tage zwischen Brust und Schulter noch zu bekommen. So, und jetzt fangen wir mal an. Am Rückentag hätten wir als erste Übung, wollen wir jetzt natürlich eine Rückenübung einfügen, und da nehme ich, was wir gerne machen, fange ich an mit einer Lat-Übung. Latzug an der unilateralen Maschine. Davon machen wir 4 Sätze. Aufwärmen nicht vergessen, aber das sind jetzt die Arbeitssätze. Danach, weil wir relativ breit waren und den unteren Teil abgearbeitet haben, brauchen wir jetzt den kompakten mittleren Teil des Rückens. Also nehmen wir Rudern am Kabel, ebenfalls eine richtig gute Masseübung. Hier im Gegensatz zu der unilateralen Bewegung ziehen wir an einer, das heißt, da haben wir schon mal eine große Abwechslung. Wir treffen die Breite des Rückens und von einer ganz anderen Bewegung. Wir machen eine Ruderbewegung, das ist schon mal ganz schön anders und damit haben wir ordentlich Variation reingebracht. Hier könnt ihr auch wählen 3 bis 4 Sätze. Da ich lieber eine Übung mehr reinpacke, mache ich jetzt mal hier 3. So, jetzt haben wir eine enge Variante, eine breite Variante, eine unilaterale, eine, wo wir komplett ziehen, eine Rudervariante. Was ich jetzt noch gerne haben möchte, wir sind jetzt von unten nach oben, Latissimus, in dem mittleren Teil wandern wir gerade nach oben. Jetzt möchte ich den Schultergürtel oben noch ein bisschen besser rausarbeiten. Und das mache ich mit T-Bar-Rudern breit. Hier oben schön rudern, da gibt es ein paar Maschinen für, das kann man theoretisch auch mit einer Langhantel machen, aber das geht mehr auf den oberen Teil. Jetzt sind wir von unten nach oben gewandert und was man jetzt noch zum Schluss machen kann, ist entweder eine Kreuzheben-Variante oder Reverse Butterfly. Da wir Rudern T-Bar drin hatten und das sehr auf den hinteren Delta geht und den Schultergürtel, nehme ich mal nicht Reverse Butterfly und nehme noch die Kreuzheben-Variante. Jetzt kommt das Argument, Kreuzheben am Ende, so ziemlich, ist schon hart. Wir machen aber eine Bodybuilding-Kreuzheben-Variante. Auch dazu findet ihr Videos hier auf dem Kanal. Das heißt, normalerweise sollt ihr bei so einer komplexen Übung wie Kreuzheben die natürlich am Anfang machen, am Anfang des Trainings. Könnt ihr auch gerne hier variieren. Ich habe es jetzt am Ende gewählt und mache nur noch eine leichtere Variante, die vor allem für den oberen Körper gedacht ist und weniger für den Rückenstrecker und natürlich auch nicht für die Beine. Hiervon mache ich 3 Sätze, dadurch nehmen wir auch weniger Gewicht beim Kreuzheben. Und ganz am Ende machen wir noch hier oben einfach nur zum Auspowern Shrugs. Dann haben wir den Nacken noch ein bisschen drin, da können wir 3 Sätze machen und das machen wir mit Dropsätzen. Das heißt, ihr nehmt ein Gewicht, danach direkt zum nächsten, macht das nochmal und das war's. Wir haben den Rücken trainiert. Jetzt kommt der Trizeps, ich lasse mal eine Zeile dazwischen frei, damit man ein bisschen mehr Orientierung hat. Beim Trizeps fange ich an mit einer wahren Powerübung, French Press. Egal wie ihr die macht, ich würde jetzt empfehlen, macht die an einer SZ-Stange, dann habt ihr nämlich direkt auch da den Poweranteil drin, seid gerade frisch. Das heißt, das hattet ihr dann relativ breit. Was wir jetzt wollen, ist im Hammergriff das Ganze noch ein bisschen eng. Das heißt, wir gehen jetzt mit Seildrücken rein, aber die nehme ich zum Auspowern als 3. Übung. Dazwischen nehme ich noch eine Dips an der Maschine oder freie Dips, wie auch immer. Dann kommt da noch ein bisschen mehr Gewicht drauf und dazu. Und wir machen es hier klassisch. 9 Sätze reichen absolut für den Trizeps. Beim Seildrücken nochmal richtig alles aussqueezen. Ihr habt eine Mehrgelenksübung und ihr habt eben das Breitere. Was wir jetzt hier nicht bedacht haben, was man machen kann, ihr könnt die French Press auch mit Kurzhantel machen. Dann habt ihr nämlich eine unilaterale Übung zumindest dabei, weil die haben wir sonst hier nicht drin. Kommen wir nach einem freien Tag und nach so einem Training werdet ihr einen freien Tag brauchen, mal zu Brust und Bizeps. Bei der Brust fange ich an mit der Betonung auf Schrägbank. Kann ich sowieso empfehlen, immer zur Hälfte eures Trainings mit einer Schrägbank-Variante anzufangen. Ich mache das hier mit Kurzhanteln, einfach weil ich die Übung liebe. Das wird nicht bei jedem von euch sein, da muss man nämlich erstmal ein Gefühl reinbekommen. Deswegen, ja, schaut einfach mal, wie das bei euch ist, nehmt irgendeine Schrägbank-Variante. Generell bei dem Brustplan ist jetzt ganz wichtig, schaut euch mal, und das ist unheimlich wichtig, das ist das beste Video, das es da draußen auf YouTube zu diesem Thema gibt, dieses Video an. Top 5 Brustübungen. Keine Sorge, es sind nicht wirklich Top 5 Brustübungen. Da geht es darum, wie man den perfekten Trainingsplan gestaltet für die Brust und was man alles beachten muss. Vieles von dem, was ich jetzt hier sage, ist da schon drin. Guckt es euch unbedingt an.
bestes Video dafür und lasst mir natürlich dann gerne ein Like da und Comments. Wir fangen jetzt mit Schrägbankdrücken Kurzhanteln an, haben also eine unilaterale Übung und machen jetzt als nächstes für die Brust, das mag ich sehr gerne, eine Isolationsübung. Klassisch ist es, dass ihr erst die Grundübungen macht, danach noch eine Drückübung und ganz zum Schluss zum Ausbauen eine Isolationsübung. Ich liebe es, seitdem ich es entdeckt habe und das schon vor 18 Jahren, die Isolationsübung in die Mitte zu machen. Das Argument dahinter ist, ich habe jetzt meine Brust gut aufgewärmt und ich habe schon eine Powerübung gehabt am Anfang. Isolationsübungen sind keine Powerübung. Habe viel Gewicht bewegt mit den Kurzhanteln, mich darauf konzentriert, das Ganze wieder getrackt und festgehalten, wie meine Fortschritte sind. Jetzt squeeze ich einmal richtig schon die Brust aus. Die ist dann richtig erschöpft. Isolationsübung eben. Und wenn die so erschöpft ist, kann sie gut wieder Hilfe brauchen in der letzten Übung. Da kriegt sie nochmal die Unterstützung von Trizeps und ein bisschen mehr von den Schultern mit einer Grundübung. Deswegen mag ich das so gerne, weil genau dann, wenn die Brust K.O. ist, kriegt sie einfach nochmal Hilfeleistung. Man kann wieder etwas mehr Gewicht im Verhältnis bewegen. Letzten Endes aber eine reine Gefühlssache. Probiert es mal so aus und guckt einfach mal, wie es euch gefällt. Auch wenn ihr noch mehr Pump und Gefühl in der Brust habt, dann nochmal an eine Drückübung zu gehen, ist wirklich eine tolle Sache. Jetzt hatten wir Schrägbank, wir haben Flachbank, Fliegende und jetzt machen wir deswegen auf der Negativbank was. Dann haben wir obere Brust, mittlere Brust, untere Brust. Ist natürlich nicht so stark separiert, aber im Prinzip geht es immer alles auf die ganze Brust. Vor allem die Fliegenden natürlich auf der Bank, auf der normalen Flachbank. Aber dennoch haben wir hier alle Akzente zumindest gesetzt. Und wir machen von allen drei. Ihr könnt auch vier von allen machen und hier Ende. Was ich aber jetzt mache, ich bringe noch was rein, nämlich einarmiges Bankdrücken. Klingt jetzt erstmal komisch, das ist eigentlich auf der unilateralen Maschine. Das kennt ihr, das ist ja eine Übung, wenn ihr euch seitlich dazu hinsetzt. Ich habe keine Ahnung, welchen Namen die hat und ob die einen Namen hat. Und hier nochmal einen ganz anderen Winkel trainiert. Die kann man wirklich nur zum Schluss machen, weil das ist keine Übung, die man besonders gut tracken kann oder wo man Fortschritte erzielt, Kraft oder sonst was. Aber ihr squeezt nochmal richtig alles raus aus der Brust. Davon auch noch drei Sätze, ruhig mit mehreren Wiederholungen. Und dann haben wir das Brusttraining erledigt. Mehr brauchen wir für die Brust nicht wirklich. Macht nicht mehr. Das hier ist schon sehr viel, dass da überhaupt eine Übung dazu kommt. Normalerweise mache ich meine neun Sätze und dann ist gut. Und das reicht für eine Woche. Ja, wirklich. Jetzt kommen wir zum Bizeps. Und der Bizeps hat volle Power, weil wir eben den noch nicht vorher mit einem Rückentraining belastet haben. Und das macht Spaß. Wir fangen an mit einer Übung, die immer dabei sein sollte, in jedem Trainingsplan. Da gibt es nichts mit Abwechslung oder so. Immer dabei. Schrägbankkürz. Gibt es auch ein Video auf diesem Kanal zu. Schaut es euch mal an. Wir machen was klassisch. Drei Sätze. Dadurch haben wir einen negativen Winkel. Und hier nochmal ein Videotipp. Ich habe das gleiche, das Pendant zu dem Brustvideo, das ich euch gerade vorgestellt habe, mal für den Bizeps gemacht. Die Top-Bizeps-Übung. Schaut euch das Video an. Da ist alles drin zu finden, wie man optimal seinen Bizeps trainiert und was man dabei bedenken muss bei der Trainingsplangestaltung. Das könnt ihr hier natürlich gut gebrauchen. Wenn ihr mehr dieser Videos sehen wollt, wie die beiden, die ich dort vorgeschlagen habe, kommentiert es. Dann gibt es das auch von jeder anderen Muskelgruppe und bald haben wir so eine richtige Trainingsplan-Enzyklopädie. Nach den Schrägbank-Curls, wo wir den Arm hinten hatten und eine richtige Dehnung, machen wir SZ-Curls. Dann sind wir in der Mitte, heißt der Oberarm ist jetzt parallel zum Oberkörper und haben da nochmal eine richtige Powerübung, weil wir eben dieses Mal nicht einzelne Hantel haben, also wieder eine unilaterale Bewegung, sondern beide gleichzeitig an einer SZ-Stange ziehen. Und um das auszugleichen, bringen wir jetzt den Oberarm nach vorne, von hinten, Mitte, nach vorne mit klassischen Scott-Curls. Die könnt ihr auch gerne an der Maschine machen, wie auch immer. Hauptsache, irgendwo liegen sie vorne drauf. Wir machen von allen drei, ob ihr die Scott Girls einarmig macht, meine Variante an der Maschine zum Beispiel, oder beidarmig, ist dabei völlig wurscht. Und dann ist der Tag vorüber. Das ist ein richtiger Spaßtag. Euer zentrales Nervensystem leidet nicht so wie beim Rücken. Und wer von euch trainiert nicht gerne Bizeps und Brust? Das ist der Disco-Pumper-Tag. Und jetzt kommen wir zum Gegenteil, Beine. Ja, die müssen auch noch sein. Wir fangen an mit der Übung, die eigentlich schon ausreicht und die Beine sind K.O. Ausfallschritte. Ernste, gute Ausfallschritte. Am besten eine Langhantel schnappen, hinten drauf und dann durchs Studio wandern. Macht so 20, 25 Schritte insgesamt. Also dann eher 26. Ihr wollt ja nicht ein Bein ein bisschen mehr trainieren. Und davon machen wir das Ganze viermal. Glaubt mir, wenn ihr das richtig macht, dann
werdet ihr danach Nebenluft ziehen. Dann habt ihr offene Socken. Also danach geht kaum noch was. Deswegen begnügen wir uns damit, danach nochmal den Quadrizeps auszuquetschen mit Beinstrecken. Und, ihr könnt es euch schon denken, dann nochmal eine Isolationsübung, Beinbeugen dazu. Ich weiß nicht, ob ihr da noch 4 Sätze braucht, weil die Ausfallschritte gehen ordentlich auf den hinteren Teil. Macht es gerne mal und dann ist eigentlich genug Platz. Nehmt euch ein bisschen Pause, 10 Minuten Zeit und dann sind die Schultern dran. Die Schultern beginnen wir gerne mit einer Übung, einfach nur damit das Überkopfdrücken da drin ist. Ich halte nicht viel davon, generell Schulterdrücken da drin zu haben. Ich halte generell nicht viel von Schulterdrücken, um eine Schulter aufzubauen, aber um das Überkopf, die Bewegung und die Kraft dabei zu haben, macht sie ruhig am Anfang, macht das ausführlich an der Multipresse 4 Sätze mit schwererem Gewicht und danach kommt Seitheben, Kurzhanteln und die machen wir im Dropset. Heißt, ihr nehmt einmal die Kurzhanteln, so viel es geht, danach die kleineren und nochmal so viel es geht und das Ganze dreimal. Das ist kein dreifacher Dropset, dreimal einen normalen Dropset, dreimal werdet ihr einen Satz machen, indem ihr das Gewicht einmal reduziert. Ich hoffe, das versteht ihr. Seitheben am Kabel machen wir danach. Warum zweimal Seitheben? Komplett anderer Reiz. Mit den Kurzhanteln habt ihr hier den Schwerpunkt. Klar, senkrecht quasi im 90-Grad-Winkel zur Schwerkraft. Bei den Kabeln ist es anders. Da habt ihr den ungefähr hier auf halber Höhe. Und dadurch ist es eine andere Reizsetzung. Und dann habt ihr die Schultern ordentlich trainiert, den mittleren Delta ordentlich trainiert. Und die Woche ist getan. Das ist der große Masterplan für den Dreier-Split. Als nächstes kommt der Vierer-Split, der Fünfer-Split und der Sechser-Split und wir werden sogar einen Siebener-Split besprechen. Schreibt mir wieder in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr nicht versteht. Oder wenn ihr Fragen habt zu eurer Plangestaltung, könnt ihr mich da erreichen oder auch auf Instagram erreichen. Und nun ja. Wenn euch das gefallen hat, das Format gefallen hat, der Plan gefallen hat, was auch immer, lasst mir einen Daumen da, lasst es mich wissen. Abonniert den Kanal, um bloß nicht den Vierer- und den Fünfer-Split zu verpassen, denn dann geht's richtig ans Eingemachte. Das ist Bodybuilding. Ja, und damit verabschiede ich mich. Bis bald, euer Gotti.